Falscher Kanal, du bist hier bei Klein Tanne und du fragst dich? Warum Klein Tanne gucken? Weil Baum. Ist so. Tanne, Bitch! Hallo meine Bäumchen und willkommen bei Bäumchenfunk. Boah, ich habe echt keine Lust. Deswegen drehen wir den Spieß heute mal um und HW antwortet auf eure Fragen. Willst du mal mein blaues Wollknäuel sehen? Wenn es ein Wollknäuel bleibt und keine billige Kopie von mir daraus gemacht wird, gerne. Harvey, sei beruhigt, ich kann nämlich gar nicht stricken. Was magst du an kleinen Tanne besonders gerne? Na, dass man mit ihr so... Pass ja auf, was du jetzt sagst. Na, dass man mit ihr so viele tolle, verrückte Sachen machen kann und sie mich auch nach dem 30. Wohnungsbrand noch nicht ins Tierheim gebracht hat. Ich glaube, das Zählen üben wir nochmal. 30. Harvey, magst du Einhörner? Smiley. Nein, nicht wirklich, die brennen nicht so gut. Aber ich mag Nachtmare, die haben feurige Mähnen und Schweife. Sowas kommt bestimmt hier nicht in meine Wohnung. Und wenn, kannst du die Rechnung für die Feuerwehr und die Feuerlöscher übernehmen. Harvey, würdest du mit den Meerschweinchen von Tanne mal Urlaub machen? Smiley. Die Frage ist wohl eher, ob die Meerschweinchen von Tanne mit mir Urlaub machen möchten. Überlege du dir das lieber nochmal, weil die pupsen und quieken und haaren und sind laut und pupsen und quieken und würden dich bestimmt anknabbern, weil du aus Stoff bist. Nam, 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 nam. Harvey, willst du dir in Zukunft noch mehr Tattoos machen lassen? Meinst du die Autogramme von Gronkh, Sarazar und Rumpel? Du hast Pucki vergessen! Von Wollen kann hier nicht die Rede sein. Ihr hättet dabei sein sollen. Ich wurde festgehalten und konnte mich nicht wehren. Es hat so weh getan. Und ich hatte nicht mal einen Flammenwerfer dabei, um mich zu wehren. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du Schmerzen hattest, weil du hattest gelacht und gekichert wie so ein kleines Mädchen, weil du ja so kitzelig bist. Drama Queen! Harvey, wie ist es so bei Tanne zu leben? Gibt's auch genug Randale? Naja, wart mal eines der nächsten Videos ab. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Psst, nix verraten. Wie viel Harveys braucht man, um einen Hater abzufackeln? Komm schon, wirklich? Ist die Frage ernst gemeint? Einen. Vielleicht reicht auch schon ein halber. Was ist Harveys Beruf? Ich will mal Feuerwehrmann werden. Dann kannst du dich ja mit dem kleinen Drachen Grisou zusammentun und endlich etwas Kohle mit nach Hause bringen. Wie alt bist du, Harvey? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich bin irgendwann neben so einem brennenden Haus aufgewacht. Und außer der leeren Streichholzschachtel in meiner Hand hatte ich keine Hinweise auf meine Vergangenheit. Drama Queen! Hey Harvey, wie würdest du ein Klohäuschen in die Luft jagen? Komm schon, das ist einfach. Kombiniere Klohäuschen mit Chili con Carne. So, meine Bäumchen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, würden wir uns natürlich über ein Däumchen riesig, 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 riesig freuen. Hier unten kommt ihr nun zu meinem letzten Video und zu meinem letzten Bäumchenfunk-Video, wo ich versuche, mal ernste Fragen zu beantworten. Alle Infos und Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir eure Fragen an mich, an HW oder an meine Meerschweinchen noch unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. HW und ich froschen euch. Bye, bye.